Eine der schlimmsten Eigenschaften dieser Ampelregierung bzw. dieser Ampelkoalition ist deren Angriff auf die Grundrechte bzw. die totale Missachtung des Grundgesetzes. Die Ampelpolitiker haben keinerlei Respekt für das Grundgesetz. Und das zeigen sie systematisch, indem sie Gesetze erlassen, die allesamt das Grundgesetz verletzen. Stichwort Haushalt, Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, Stichwort Bannmeilen für Lebensrechtler etc. 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 Ich habe das jedes Mal in diesem Kanal behandelt, weil mir dieses Thema extrem wichtig ist. Für mich ist die Ampelregierung die größte Gefahr für den Rechtsstaat in Deutschland. Die versuchen das zu kaschieren, sie versuchen das ein bisschen zu retuschieren und ihr finden eine riesige Gefahr durch Rechts für den Rechtsstaat. In Wahrheit ist die größte Gefahr für den Rechtsstaat eben diese Ampelkoalition selbst, die sich eben von linken bzw. linksextremistischen Kreisen offensichtlich beeinflussen lässt, und deshalb missachtet sie schlicht und ergreifend das Grundgesetz. Immer wieder muss Karlsruhe einschreiten und dann sagen, das, was ihr macht, ist eben gegen das Grundgesetz. Und das ist wirklich unglaublich. Aber noch perfider als das ist, wie diese Ampelregierung eben gegen die Kritiker vorgeht. Insbesondere die Grünen haben eine unglaubliche Welle an Klagen gegen Regierungskritiker erlassen. Das ist einfach unglaublich. Und fast immer, ja, scheitern sie damit. Das heißt, die meisten Klagen sind völlig absurd, ja, sind reine Einschüchterung. Es ist völlig klar, dass diese Ampelregierung eben ein Klima der Angst schaffen will. Das heißt, wer die Ampelkoalition, die Ampelregierung kritisiert, der kriegt eine Klage, damit er möglichst eben in den Mund hält. Das ist eigentlich leider die Situation, die wir zurzeit in Deutschland haben. Ich nur als Beispiel, als jüngstes Beispiel. Allein Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, hat mehr als 700 Anzeigen wegen Hassrede erlassen. Ja, wie gesagt, er ist ein Grüner. Es sind meistens die Grünen, die eben über die Gerichte gehen, um Regierungskritiker eben mundtot zu machen, und fast immer scheitern diese Klagen. Aber jetzt ist wirklich ein besonders extremer Fall rausgekommen, denn hier steht eine Person ganz persönlich dahinter, hinter zwei Klagen gegen dem Newsportal News. Ich zeige Ihnen das, das ist wie Frau Ferda Attermann. Attermann persönlich erteilte Aufträge, gegen Reichelt-Portal vorzugehen. Das heißt, Sie sehen, das ist eine unglaubliche Einschüchterungspolitik. Ja? Man akzeptiert nicht, dass man kritisiert wird. Ja? Also das sind Methoden, ja? Die sind wirklich fürchterlich. Ja? Und ich habe wirklich Angst inzwischen. Ja? Also was hier vorgeht in Deutschland, wie hier einfach gegen Regierungskritiker geht, und zwar gegen diese extrem schlechte Regierung, das passt auf keine Kuhhaut. Und es wird sehr deutlich, dass je schlechter eine linke Regierung ist, desto autokratischer wird sie, ja? Desto autoritärer wird sie. Und das zeigt sich hier wirklich im grellen Licht mit dieser Ampelregierung. Ja? Sie versucht schlicht und ergreifend, die ganzen Kritiker einzuschüchtern, ja? Sie mundtot zu machen. Sie sollen möglichst eben die Klappe halten und eben diese Ampelregierung, die eine völlig gescheiterte Regierung ist, eine Regierung von Dilettanten, die außerdem die Wirtschaft völlig ruiniert haben, sie sollen eben die Klappe halten. Ja? So ist das ist die Politik dieser Ampelregierung. Das muss man so deutlich sagen. Das ist die Situation, in der wir heutzutage in Deutschland leben. Ich lese hier die wichtigsten Sätze aus diesem Artikel, weil das ein weiteres Beispiel ist, wie eigentlich autoritär eigentlich diese Ampelregierung von Tag zu Tag wird, insbesondere die Grünen, obwohl diese Dame, ich glaube, sie ist keine Grüne, aber jedenfalls scheint sie eben in diesem Stil Politik machen zu wollen. Und zwar, das von Julian Reichel geleitete Nachrichtenportal News hatte zuletzt vor Gericht gegen das Bundesentwicklungsministerium und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewonnen. Jetzt wurde bekannt, dass Ferda Attermann, das ist die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, diese Dame hat persönlich an zwei Abmahnungen, sie war persönlich an zwei Abmahnungen beteiligt. Ja. Aus gerichtlichen Unterlagen, die Welt vorliegen, geht hervor, dass die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, persönlich den Auftrag für zwei Abmahnungen gegen das Nachrichtenportal News erteilt hat.
nur die Nachricht. Das heißt, Sie sehen eigentlich, diese Leute sind pikiert persönlich, denn das ist ja dasselbe Verhalten, sieht man auch bei den ganzen Klagen der Grünen. Es ist eben Ricarda Lang persönlich, es ist Robert Habeck persönlich, es ist Annalena Baerbock persönlich, die eben gegen ihre Kritiker eben vorgehen und sie eben mit Klagen bedienen. Und das ist, jeder weiß, der mal vor Gericht war, es gibt zwei Aspekte bei so einer Geschichte. Es gibt den rein juristischen Aspekt, man geht dahin, man verteidigt sich, man sagt, was Sache ist und so weiter, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich der psychologische Aspekt. Ja? Man weiß nicht, okay, wird man eigentlich obsiegen? Wird der Richter eigentlich tatsächlich Gerechtigkeit aussprechen? Wird vielleicht möglicherweise der Richter eben ja auch so ein Linker sein, der eben dann auf der Seite der Linken ist, ja, und deshalb wird er eben dementsprechend entscheiden. Denn das gibt es leider Gottes auch, ja. Ich könnte Ihnen auch Beispiele dafür geben, aber ich werde das lieber hier nicht tun, ja. Aber hier in diesen Fällen ist es immer noch so, dass die Richter eben richtig entscheiden sozusagen, und zwar gegen diese Politiker bzw. gegen die Bundesrepublik, ja. Aber das ist nicht gewährleistet, es gibt keine Garantie dafür, ja. Ich kenne eine ganze Reihe von Gerichtsprozessen, auch in dieser Hinsicht, auch in diesem politischen Milieu, in diesem politischen, ja, Bereich, sagen wir so, wo es nicht so ganz klar gewesen ist, ja. Das heißt, diese Leute, ja, Frau Attermann beispielsweise, Baerbock etc., die wollen den Leuten Angst machen. Also es ist wirklich ein Psychokrieg gegen Kritiker der Regierung. Auf jeden Fall hier, ich komme zurück auf den Fall Attermann, ich schweife ein bisschen aus, weil Sie sehen, dass für mich das Ganze unglaublich wichtig ist, ja, weil ich sehe hier wirklich eine unglaubliche Bedrohung. Ja. Der Anwalt war Joachim Steinhöfel, das ist ein sehr bekannter Medienrechtsanwalt und hat eben auch News verteidigt. Und er wollte unbedingt wissen, wie viele Klagen eigentlich von den Ministerien kommen. Und alle Ministerien haben dann tatsächlich die Anzahl von Klagen bekannt gegeben. Ja, das ist eine riesige Zahl. Aber eben diese unabhängige Stelle für Antidiskriminierung, die hat sich ein bisschen geweigert. Aber schließlich haben sie das auch tun müssen. Und so heißt es seitens Rechtsanwalt Steinhöfel: Wir haben Kenntnis erlangt, dass von offizieller Stelle nur zwei gerichtliche Verfahren gegen Journalisten eingeleitet wurden. Also direkt gegen Journalisten. Ja. Beide gegen meinen Mandanten, Julian Reichelt. Eines davon aus dem Hause von Frau Ottermann. Jetzt steht fest, dass sie persönlich das Vorgehen angeordnet hat. Das heißt, Sie sehen hier ganz klar, die Frau ist beleidigt, ja, und deshalb geht sie eben gegen diesen Journalisten vor, ja, der natürlich ja sehr kämpferisch ist, der haut auf den Tisch, er ist sehr deutlich, ja, übertreibt er vielleicht ein bisschen, ja, das ist ganz klar, aber das ist die Funktion von solchen Leuten, insbesondere in einer Situation, wo die Mainstream-Medien so dermaßen, ja, schwach eigentlich die Bundesregierung kritisieren, ja, also zum Beispiel, ich lese sehr oft die FAZ, also eigentlich jeden Tag, und selbst die FAZ ist wirklich unglaublich zahm geworden, ja, also sie wollen nicht die Bundesregierung kritisieren, obwohl sie so katastrophal ist, ja. Ich meine jetzt im politischen Teil, wenn man den wirtschaftlichen Teil liest, ist es etwas besser, aber der politische Teil, da merkt man, sie formulieren kompliziert und so weiter und so fort. Ja, und deshalb gehen auch die Auflagen so unglaublich runter. Und deshalb haben solche Leute wie eben News oder andere alternative Medien, wie zum Beispiel die ganzen YouTuber, so einen Erfolg, weil sie sagen, was Sache ist. Ja, sie trauen sich eben, diese Bundesregierung zu kritisieren. Ja, aber sie müssen alle befürchten, dass sie bald blockiert werden. Ja, weil die Bundesregierung geht jetzt dezidiert gegen die Pressefreiheit vor. Also das Ganze ist wirklich unglaublich, in welchen Zuständen wir leben. Aber wir müssen darüber reden. Wir müssen viele Menschen mobilisieren. Ja, viele Menschen müssen wach werden, denn solange wir das tun können, solange wir hier reden können, muss man das tun und viele müssen das tun, denn dann wird es wesentlich schwieriger für die Ampelregierung, eben unsere Freiheiten zu beschränken. Deshalb ist es so wichtig, ja, dass Sie eben diese alternativen Medien unterstützen. Bitte teilen Sie dieses Video, verteilen Sie das an andere Leute, denn die Leute sollen wissen, wir leben in wirklich in äußerst irregulären Zeiten. Wir leben
unter einer Ampelregierung, die keinerlei Respekt für das Grundgesetz hat.